Jetzt. So. Weiter geht's in Resident Evil 5 mit mir und der Mel. Wir sind jetzt Hallo. kurz vom Bahnhof, soweit ich das weiß. Da müssen wir hin. Und ich glaube, da Irwin fangen oder so, ne? Ja, Irwin. Irwin ist das Ziel. Ich heile uns mal. Oh, ich heile uns gleich. Oh, ich kann die Granate nicht mitnehmen. Danke. Ich wollte gerade nachladen, aber ich habe keine Nehmen die Munition mal mehr. mit, die Brandgranate. Oh, hier die Kettensäge aus Resident Evil 7. Eine Kettensäge, nicht gerade Küchenutensil. Das ist die, genau, das ist die gleiche, ne? Oder? Obwohl, Bin mir nee. nicht sicher. Nee, ist sie nicht. Nee, nee. Ist sie doch nicht. Das wäre auch interessant, wie die dann von Afrika nach, ne? USA. Da liegt noch Pistolenmunition, die ich nicht aufnehmen kann. Hier im Spind. Oder Regal oder was das ist. War ich aber so Du denn? schlau, nicht da hinten nach oben zu gucken. Ob hier noch was ist. Warum bin ich nicht durchs Fenster gegangen? Ich wollte erst springen, aber ich habe gesagt, nein. Oh, ich bin nur wegen 100 Dolores hier hin. Eigentlich müssten die so Schnittwunden am Körper haben mit Ja. ihren Scherben, wenn die durchs Fenster springen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, ich komme zu dir. Ja, alles gut. Hier hoch. Ah, okay. Yay, Pistolenmunition, die ich nicht mitnehmen kann. Hier liegt noch was. Pistolenmunition. Pistoleros. Oh. Richtig hier hochwerfen. Nee, erstmal nicht. Gewehr? Ja, doch was. Ey, du Alle hast. platt gemacht. Ey, du fast. Der Typ. Ne, hier ist Oh noch nein, diese Flieger. Flugdinger, die finde ich am blödsten. Sind die so viel Energie ab. Der hat fast ein ganzes ganzes Magazin gefressen, weißt du? Und stirbt einfach nicht. Muss ich denn jetzt eigentlich lang? Wieder runter, glaube ich. Okay. Müssen nämlich rein. Gib dir mal Zielfernrohrgewehr. Zielfernrohrmunition. Ja, danke.
So. Wie bist du denn? Ach, hinter mir. Dann denn los! Irgendwie. Frag mich, wie man hier Speedruns mit Messer machen kann, wenn du auf normal 1000 Schnitte brauchst. Ich hab keine Ahnung. Boah, jetzt stirb! Ja, die sind alle sehr, sehr resistent. Granate. Nehme ich mit. Ja, ich kann eh nichts mehr mitnehmen. Ach, du bist schon oben. Warte, ich komme da auch hin. Maschinengewehr. Wie war das jetzt? Ach, das musst du mir helfen, glaube ich, ne? Kontrollpunkt. Auch witzig. Was ich jetzt beschütze, muss mir auf mich selbst aufpassen, weißt du? Hm. Mit 16 Schuss Scharfschützenmunition. Schaffst du. Oh. Gott, das, dieses Ding. So. Am besten rennst du gleich durch, dass du mir die Tür aufmachen kannst. Ja, mach ich auch. Ich lauf grad mal runter. Boah, ernsthaft, der muss jetzt echt nachladen. Munition suchen. Oh, jetzt kommt doch gleich, ne? Ja, ja. Oh. Ich habe keine Munition mehr. Ich hab, warte mal, ich gebe dir Pistolenmunition. Dafür muss ich dir was geben. Gib du mir mal ein grünes Kraut, bitte. Ein einzelnes grünes Kraut hast du. Oh, hallo? Danke. Boah, die. Warum halten die so viel aus, ey? Die sind echt ganz schön robust. Ja. Also, danke. Ich hätte gern auf dem Radar eine Gegneranzeige. Ey, das wäre gut. So, dann. Ich heile uns mal noch. Nice, danke. Wie schön. Müssen wir da jetzt beide hoch oder reicht, wenn einer hochgeht? Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, du kannst auch alleine hochgehen. Yeah.
hinter uns. Ich kümmere mich mal um die. Ja. Oh. Oh, und ich laufe dem mal. Ich wollte ihm gerade in die Arme latschen. Achtung, Achtung. Pass auf. Ah, nein. Ey, das. Das Ziel, ne? Mit dem Scharfschützengewehr ist so useless. Boah, der braucht so lang, der hätte mich gerade fast erwischt. So, warte mal, lock den Ball, weil wir haben ja auch Pässe, ne? Ja, warte. Punkt. Klappen! Boah, komm, ey, dann auch noch Gegner dazu. Das ist zu viel. Der. Endlich, wir haben. Schlüssel des Wächters. Ich hab nichts mehr. Hä? Wo ist er hin? Hier. Endlich Ruhe. Endlich. Oh, gut, ist grad. Also ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe noch ein anderes Scharfschützengewehr im Inventar. Da ist es wirklich doof, das Scharfschützengewehr hier. Der hat mich ja jetzt fast erwischt beim Nachladen, ne? Ja, ja, der ist ganz schön flink. Ich wollte gerade die Tür ertreten, nimmt den Schlüssel in die Hand. Oh, Gold. Rubine, Smaragde. Come on! Come on! Wesker ermordet Marcus auf Befehl von Spencer. So. Grünes Kraut, nee. Kombinieren. Wieder. Ohne Shiva würde das nicht funktionieren. Ja. Hier liegt ein Hubschrauber. Das sieht einladend aus. Mhm. Aber kommt jetzt nicht ein Quicktime? Mhm. Thank you.
Ja, lol. Gerettet. Ich hatte jetzt fast die ganze Zeit immer vergessen zu drücken, ne? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside it. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Chris, are you all right? This picture, it's... Ah, forget it. It's nothing. Let's move out. Ende Kapitel 2.1. Oh, wir sind schon fertig. Oh, cool, das passt ja mit der Aufnahmezeit. Ja, du hast eine bessere Zielpräzision wie ich. Unglaublich. Ja. Muss ein Fehler sein. Dafür hast du aber mehr besiegte Gegner als ich. Ja. Cool. Das passt perfekt. Passt perfekt mit der Zeit. Cool, gut. Ja, war lustig bis jetzt. Wir sind schon Kapitel 2, wusste ich gar nicht. Jo, wir kommen schon gut voran, ne? Ja. Cool. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Was uns in Kapitel 2.12 erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Oh ja. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.